Aber irgendwie haben die mich dann auch schon auf dem Schirm gehabt, weil ich war gerade im Bahnhof, habe mich da auf die Bank da mal gesetzt, wollte mal die Augen zumachen. Und da kam im Prinzip dann schon so ein Ziviler mit zwei Uniformierten im Schlepptau, wollte dann halt meinen Passport sehen. Und dadurch, dass ich natürlich dann nur DDR-Ausweis hatte und so, das war ja klar. Das heißt, jemand direkt vor der Westgrenze mit einem DDR-Ausweis, wo dahin will, das haben die sich natürlich dann schon gedacht. Haben mich kurzerhand dann eben mitgenommen in so einen Armeestützpunkt. Da haben sie dann auch einen deutschen Übersetzer besorgt und haben dann halt gesagt, was ich hier mache und was ich will und so weiter und so fort. Und ich habe mir ja damals schon geschworen, also wenn die mich schnappen, dann mache ich auch so lange weiter, bis ich im Westen bin. Gell? Also ich habe mit allen beiden Möglichkeiten gerechnet, dass ich das schaffe oder dass ich geschnappt werde. Und da es jetzt natürlich auch schon eigentlich schon zu spät war, dann halt auch das abzuleugnen. Ich war natürlich auch kaputt und habe gesagt, okay, jetzt machen wir hier die zweite Möglichkeit. Habe es dann zugegeben und gesagt, ja, logisch, selbstverständlich wollte ich in den Westen. Und es war dann so ein kleines Verhör dann halt eben noch. Aber die letzten wollten sie nur wissen, wo ich hin wollte und so. Haben mich dann in Gewahrsam genommen, haben sie mich dann erstmal eine Nacht nach Pilsen ins Gefängnis gesteckt. Von Pilsen haben sie mich dann verlegt nach Prag. Da war ich dann in Prag eine Woche. Auch in so eine Gemeinschaftszelle. Da wurden dann halt eben auch. Die Liegen wurden dann auch jeden Abend dann wieder hochgestellt, also runtergestellt und vor allen Dingen Tschechei, da haben sie das ganze Nachts Licht brennen gelassen. Also das war dann schon richtig, schon wie man sich einen Knast vorgestellt hat. Gell? Und nach einer Woche haben sie mich dann gesagt, hier, dass ich wieder in die DDR zurück abgeschoben werde, was ich mir logischerweise auch schon gedacht habe. Und das Essen war natürlich dann im Prinzip in den Knast natürlich auch so, wie man sich es vorstellt, halt im typischen Blechen hab, gell? Auf der einen Seite Hauptgang, auf der anderen Seite das Dessert. Die Betten wurden dann halt so übereinander gestellt, damit man sich halt tagsüber nicht hinlegen konnte. Ja? Also die haben sich dann schon bemüht, den Gefangenen das Leben nicht so leicht zu machen, gell? Damit man sich dann halt eben nicht so wohl fühlt im Gefängnis. Und nach einer Woche dann wurden wir dann halt eben auf seinen Flugplatz geschafft. Da hat man dann im Prinzip auch die ganzen Mitgefangenen dann halt eben noch schon gesehen, die haben noch mit ihrem ganzen Gepäck da gewesen sind. Ja, und die Tschechen, die haben dann im Prinzip dann die Handschellen zurückgegeben. Und die Stasi hat ihre eigenen Handschellen dann uns dran gemacht. Und wir sind dann in so eine Aeroflot-Maschine gestiegen. Das war natürlich dann schon relativ kurios, weil wir im Prinzip im Flugzeug da auch nochmal angekettet wurden. Ja. Also die haben erstmal eine wahnsinnige Vielzahl von Stasi-Beamten darüber geschickt, um die Leute abzuholen. Das heißt, pro Gefangenen haben die zwei Stasi-Leute darüber geschickt. Das heißt, man war im Prinzip, saß man in der Maschine, hat im Prinzip hier eine Lehne gehabt, da eine Lehne gehabt. Und dann wurde man mit Handschellen hier Handschellen dran und da Handschellen dran. Und nebendran saß ein Stasi-Beamter und da saß ein Stasi-Beamter. Gell? Und das fand ich natürlich schon ein relativ kurioses Erlebnis, dass im Flugzeug mal angekettet wurde. Und vor allen Dingen waren ja totale Schrottmaschinen auch. Man hat da wirklich jedes Luftloch gemerkt. Also wenn es runterging, da hat man es so richtig im Magen dann auch gemerkt. Und das war dann wirklich das einzigste Mal, wo ich wirklich Angst um mein Leben hatte in dieser Maschine. Ich habe gesagt, also die Karre, die klappert so, also die fällt wahrscheinlich hier jeden Moment hier vom Himmel. Ja. Aber es ist gut gegangen. In Berlin wurde man dann im Prinzip dann halt ausgeladen. Wie viel waren es denn, wie viel Mitgefangene? Ungefähr, wissen Sie das noch? Das waren ungefähr 20, 25 Leute waren das. Sind das Alle, die Republikflucht versucht hatten? alle, die Republikflucht versucht hatten, klar. Ja. Und wurde man dann im Prinzip dann nach Berlin geflogen und in Berlin wurde man dann halt in die Stasi-U-Haft dann halt erstmal eingefrachtet. Aber dann mussten alle Kleidung abgeben, haben dann die typischen Knastklamotten dann halt eben auch gekriegt.
Und da war ich dann auch ungefähr erst mal 14 Tage, und da wurde ich dann im Prinzip auch erst mal verhört von diesen ganzen, von so einem Stasi-Beamten. Und war für mich jetzt auch nicht so tragisch, weil ich ja gesagt habe, ja, selbstverständlich, wüsste doch, ja. Haben mir natürlich dann immer eine Zigarette angeboten und so, um so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Und da wurde ich dann auch immer vernommen, warum, weshalb, wozu, hätte ich auch einen Ausreiseantrag stellen können und. Und ich habe gesagt, ja, Leute, gell, was soll denn das? Ich kenne genügend Leute, die Ausreiseantrag gestellt haben, und die wurden ab diesem Zeitpunkt wurden die drangsaliert, haben die schlechtesten Jobs gekriegt und die wurden kontrolliert bis zum Umfallen. Also warum soll ich mir sowas antun, Ausreiseantrag stellen? Ja? Und da wurde ich im Prinzip dann, die Stasi, die war im Prinzip dann auch die einzigste, wo man wirklich die Wahrheit sagen konnte. Die haben das auch verstanden, ja. Das heißt, da hat man wirklich gesehen, dass das wirklich nur ausführende Organe gewesen sind. Das heißt, ich konnte mit den Beamten, und der hat es dann im Prinzip schon fast zustimmend, hat er gesagt, ja, Sie haben ja recht, so ungefähr, ja. Hat aber letzten Endes, durfte er natürlich nicht sagen. Das heißt, ich habe das dann durch die Gesten gesehen, gell, und so. Und wahrscheinlich wollte er auch noch ein bisschen Vertrauen zu mir aufbauen, damit ich ihm natürlich meine ganze Geschichte erzähle, klar. Gell. Das habe ich natürlich auch alles gewusst, habe ich auch alles so mit eingeplant gehabt. Ja. Und es hat im Prinzip dann auch so funktioniert. Ja. Und dadurch, dass ich halt in Weimar geboren wurde ich dann im Prinzip nochmal. Die haben das halt auch alles drei oder viermal erstmal überprüft. Das heißt, ich wurde dann hier nach Erfurt in die Stasi-U-Haft dann nochmal verbracht. Da war ich dann hier nochmal eine Woche, da wurde ich im Prinzip dann noch einmal verhört, nochmal mit denselben Fragen, wieder immer dieselbe Leier, ja. Und die haben es dann auch irgendwann wahrscheinlich kapiert gehabt, dass sie mit mir und der DDR nichts mehr anfangen konnten. Haben sie mich dann nach Weimar, wo ich geboren bin, in die U-Haft geschafft, und da haben sie im Prinzip dann halt meine Verurteilung im Prinzip dann auch schon vorbereitet. Gell.